Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETS 2 Video hier vom Cruising in the Balkans Event. Wie ihr sehen könnt, hatte ich ein bisschen was getan, denn für mich gestern, für euch kürzlich, ist der DAF XD unter anderem rausgekommen für ETS 2. Und den habe ich mir dann jetzt mal, nachdem ich mir einen Kredit geholt habe, habe ich mir den geholt, habe ihn ein wenig, schade nix. Ich bin verwirrt, dass ich jetzt gerade hier ein normales Kennzeichen habe, weil eigentlich dachte ich, da müsste jetzt eigentlich wie beim anderen halt auch Recalling stehen, wie beim Renault. Dann habe ich mir einen Kredit genommen von der Bank, habe den geholt, habe die anderen Kredite zurückbezahlt. Eigentlich hätte da unten was anderes stehen müssen, aber egal. So ist es natürlich auch viel besser, wenn da ein normales Kennzeichen ist. Dann, wie gesagt, auch getuned und so weiter. Den stärksten Motor drin bei 449 PS. Und hier so ein Sicherheitsglas habe ich es mal einfach reingetan. Ja, ich würde sagen, ich schalte einfach mal den Motor. Kurz ein bisschen Gas. Blink habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Oha. Da vorne haben wir auch einen Blinker, alles klar. Sieht es von hier hinten aus. Mit so einem Pfeilblinker, ich verstehe. Genau, von hier drinnen sieht es so aus. Gibt es natürlich auch hier mit oben rechts und rechts. Ändert sich dann die Info. Und gerade drauf. Airfresher und was auch schön ist hier mit der Trip Distance und so weiter. Ja, ich würde mal sagen, wir stehen hier immer noch in Tulsa, by the way. Wir gucken mal auf die Karte, beziehungsweise nicht auf die Karte, wir gucken mal den externen Aufträgen nach. Denn wir wollen ja auch wohin. Okay, Maribor ist noch da, wunderbar. Dann würde ich sagen, fahren wir die 483 Kilometer wasserfreies Ammoniak von Sistema nach Balkan Loco. Ja, ist halt der beste Auftrag. Bringt am meisten, bringt gut Geld. Wie gesagt, deswegen bei 175.000, also prinzipiell hätte ich mir auch schon gestern einen Trailer holen können, aber machen wir, wenn wir die 15 Aufträge durch haben. Dann können wir nämlich auch den Paintjob und den Paintjob, also die beiden Paintjobs sowohl für Truck und Trailer, dann auch fahren. So, 26,5 Tonnen. Könnte ein bisschen problematisch werden. Gut, wir sind gut für Standardgut natürlich. Wir können mal genau die Stats sehen. Für Schwergut eher weniger. Wendigkeit ist aber auch recht gut. Krass, ist fast auf. Standardgut ist auf Max. Wendigkeit auf fast Max. Und ja, gut, ne? Steigung und eben das Gelände, das könnte spannend werden. Es ist halt eine schwere Ladung, deswegen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie gut der DAF XD die 26 Tonnen handelt. Scheibenwische an, 26 Kilometer zu fahren. Wir kommen daraus. Von denen hört es sich nochmal ein bisschen anders an. Ich muss nochmal die Sitzposition ändern. Passt mit den Spiegeln. Mit den Spiegeln dürfte es auch einigermaßen fast passen. Ich denke mal, das sollte passen. Das muss man mal später anpassen. So. Licht anmachen, das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Kann man jetzt nochmal von außen angucken. So, da kommt nichts. Biege nach rechts ab. Demnächst links ab. Kommt mir das gerade nur so ein bisschen so vor, oder ist das denn gerade kleiner als beim Renault? Ich glaube, dass mir das vorkommt, weil ich davor in ACS unterwegs war. Aber es wäre jetzt einfach nur gerade meine. Okay, woran erkenne ich denn jetzt? Ah, stimmt. Ich muss wahrscheinlich dafür umschalten, oder? Hier sehe ich es gerade, glaube ich, nicht.
Muss ich gleich nochmal schauen. Also, wie hoch der Tempomat eingestellt ist, das meine ich. Oh Gott. Geht ja gut los. So, ja, jetzt abbiegen. Schreiben wir nochmal kurz. Sieht man das hier irgendwo? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Wenn ich es nochmal ausmache und wieder anmache, gut, man sieht es halt höchstens da vorne, aber wenn ich es wirklich wissen will, muss ich dann hier schauen. Genau, ja. Alles klar. Da ich auch einigermaßen erstmal in dieser Sicht, es sei denn, ich will irgendwelche Infos haben. Wenn ich zumindest weiß, wo, wie hoch der Tempomat eingestellt ist, wenn ich nicht gerade schon die Höchstgeschwindigkeit habe. Am Kreisverkehr erste genau, schon, wir fahren ja zum Chemiekonzern, da war ja was. Schon wieder halb vergessen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist wahrscheinlich so direkt an der Autobahn oder Schnellstraße oder so oder einfach nur Industriegebiet. Einfach nur Industriegebiet. So ein eigener Konzern mit. Ach, ja, Fabrikgelände, so, meine Güte. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich mittlerweile, zumindest auf den neuen Karten. Endlich, wir sind da. Dann können wir da gleich rechts rausfahren. Also jetzt eigentlich links, aber ja. Waren wir denn unsere Fachdame gemacht? Dann können wir doch nicht da rausfahren. Es sah nur so aus. Der Spaß hat übrigens 252.000 gekostet. Aber kommen wir da raus? Ich glaube nicht. Rückwärtsgang wäre nicht schlecht. Gehört. Zeit zu gehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird zu sein, ja. Würde zumindest Sinn ergeben. Dann fahren wir da raus, wo wir hergekommen sind. Wir können volle Geschwindigkeit fahren, es hört auf zu regnen, das ist auch sehr schön. Biege nach links. Oh. Auch schön, dass der dann so ein bisschen langsamer wird und aufhört. Okay, Stufe 1 sollte reichen. Dann geht es jetzt wahrscheinlich auch, ja gut, hauptsächlich wieder Autobahn und dann auch nach Maribor oder wie es für uns heißen würde. Die wir es unbedingt Deutsch aussprechen wollen, Marburg. Aber ich bleibe bei Maribor, weil bei Marburg denke ich an eine deutsche Stadt und nicht an eine slowenische Stadt. Ach du Heilige. Bisschen Borscher mitgenommen. Immer geradeaus. Ja gut.
Ich sehe kein Genickbruch. So, jetzt den dritten Kreisverkehr, genau. Dritte Ausfahrt. Ne, zweite, nevermind. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt dritte sagte. Aber okay. Nimm diese Ausfahrt. Tanken muss ich jetzt zum Glück jetzt gerade nicht. Sogar eine Tanke, die hier Baustelle, die gerade außer Betrieb ist. Dann können wir den Scheinwischer ganz ausmachen, hoch auf 70 gehen. Ah, okay, und gut, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen, aber jetzt habe ich es gesehen, das grüne Ding, das habe ich natürlich auch an. Grüner Strich. Wie hoch der Tempomat ist, deswegen kann ich eigentlich hier bei der Info auch umschalten auf keine Ahnung, Ausgangsposition von mir aus. Dann haben wir jetzt auch in groß, wie viele Kilometer wir insgesamt gefahren sind mit dem LKW, auch wenn wir es immer klein ganz links haben. Gerade haben wir 99 Tank und das andere. Kann ich gerade nicht ganz entziffern. Ist natürlich auch ein bisschen unsmart, das Ganze zu machen, wenn man hier unterwegs ist. Und auf 50. Noch richtig runtergekommen. Es ist schon wieder so dunkel. Es ist doch erst 14 Uhr. Auch hier war jetzt auch noch nicht. Fällt mir gerade auf. Glaube ich. Aber doch müsste ich eigentlich, ne? Luca weg waren wir ja auch. Luca weg. Ich glaube, das täuscht gerade nur. Ja, war schon gewesen. Klar, kam mir von hier. Schon mal früher runtergehen können, wieder auf. Immer geradeaus. Auf die 50. Weil ich scheinbar gerade die 45 erwischt habe. Von einer Stadt in die nächste. Ah, es ist einfach wunderschön hier. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Gefällt mir sehr gut. Nimm diese Ausfahrt. Die Landschaft ist einfach echt sehr, sehr schön. Erste Ausfahrt nehmen. Finde ich. Also hier so dieses. Es ist einfach so nice mit den Häusern in den Bergen. In der Ferne. Demnächst rechts abbiegen. Und allgemein überall. Biege nach rechts ab. Dafür habe ich den Verkehr noch gar nicht so wirklich gezeigt. Dann mache ich mal ganz kurz, wie ich mir jetzt gemacht habe. Hier auch das Fenster rechts, gut, kann man nicht ganz so gut erkennen, weil der Sitz davor ist, aber
ne, mache ich auch noch das Spiegel, den Spiegel da oben, den Seitenspiegel nach unten schaut. So, jetzt hier wieder die Bauschulenauffahrt hoch. Ich glaube, ich sollte mir auch nochmal für schon die Statistik ist erst gerade hochgekommen. Da war ja was. Ich sollte mir jetzt schon mal eigentlich ein Dokument erstellen. Oder zumindest über irgendeine Seite von Google Sheets. Wobei eigentlich kann ich ein neues Dokument machen. Für die Zukunft. Wo ich dann einfach schon mal jetzt die Statistiken anfange aufzuschreiben für das Cruising the Balkans Event. Denn das wird ja doch schon ein bisschen größer. So mit ne, verschiedenen Strecken, viel mehr Fahrten, viel mehr Routen als jetzt die 13. Wird ja die 25 Fahrten überschreiten, die maximal angezeigt werden können in, bei World of Trucks. Aber angezeigt werden, ich denke das mal so. Soll ich dann zumindest schon mal früher anfangen? Und auf 30. Lassen wir uns mal abrollen. Jetzt fahren wir jetzt erstmal durch Kroatien durch. Und fahren dann nach Slowenien rein. Mal die Papiere zeigen. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Ich muss schon sagen, auch wenn das 26 Tonnen sind, die er fährt, ich finde, der DAFXD, der kommt sehr, sehr gut aus dem Quark. Also, der zieht gut, finde ich. Gefällt mir. Dafür, dass er der schwächste, von der PS-Zahl der schwächste Truck in der bisherigen Flotte auf dem Profil hier ist. Und der ist schon auf Max. Sehr schön, mehr Geld eingefahren, als ich jetzt ausgebe für den 400.000 Euro Kredit. 5.888 muss ich zahlen. Also dafür, dass er nur 449 PS hat und der zweithöchste 480. Also ich finde, der geht, der zieht gut. Fahren wir an euch vorbei, ne? Ihr habt den Unfall gebaut. Schon wieder diese verkackte Schranke, aber ich habe gelernt. Ich habe gelernt, in die Röntgenhalle natürlich. Vielleicht fahren wir andere Flüssigkeiten als wasserfreies Ammoniak. Also klar, ne, das, mir ist schon bewusst, dass die Röntgenhalle auch dazu da ist, um hier beispielsweise, was weiß ich, Pakete in den Reifen oder sonstiges zu finden, wo man jetzt
nicht so einfach nachschauen kann. Um Schmuggelware halt zu detekten. Ich gar nicht machen. Warum habe ich jetzt den Blinker angemacht? Vor allem nachdem ich ihn gebraucht habe. Zette, jawohl, Maut, Strecke. Oh, dann können wir zumindest mal so tun, als ob wir auch mal sich beschleunigen, aber es geht ja jetzt Richtung. Stimmt, was ist jetzt? Ossi Jack, meine Güte. Oder Ossi Jack. Also Ossi Jack. I don't know. Verbesserung wie immer in den Kommentaren. Gerne. Oder auch, wenn ich es richtig ausspreche. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und auf 60 vielleicht, 50. Dann bremsen wir nochmal ab. Ja gut, 50 ist angemessen näher. Vielleicht auch eher 40, aber. Bitte links halten. Aber ja, hätten wir auch ein bisschen früher abbremsen können, ne? Wie gefällt euch denn der? Neue DAF XD. Ich bin am überlegen, ob ich den neuen DAF schon mal auf den Straßen gesehen habe. Ich kann mich gerade nicht so wirklich dran erinnern. Wäre mir dann zumindest nicht so aufgefallen. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass ich den neuen MAN hier auf den Straßen gesehen habe. Was ich aber auf alle Fälle gesehen habe, ist der neue Iveco. Also, mittlerweile ist er ja nicht mehr ganz so neu und so, aber halt. Für uns hier in ETS 2 den neuen Iveco. Gehen wir runter auf 70. 60. Okay. Runter auf 60. Da gehen wir uns in der Ladung ein bisschen verloren. Da haben wir schon wieder die nächste. Naja, ist nur eine Tanke. Alles klar. Ich wollte schon gerade sagen, schon wieder. Schon wieder Maut oder Grenze. Ja, schon ein Fahrzeug noch. Ja, okay, schaffen wir, Dicke. Ich hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Und ja, gut, wie ihr hier sehen konntet, dass ich hier hinten auch eine Snowflake-Weihnachtsdecke reingepackt habe. Einfach aus dem Grund, weil, naja, es sind ja jetzt mittlerweile nur noch. Naja, muss ich überlegen. Heute haben wir was für einen Tag? Moment, das ist dann. Ja, gut, in Moment 7, nee, 6 und 15. Also in 21 Tagen circa gibt es ja schon das. Christmas. Ja. Insert Name, wie auch immer es dieses Jahr heißen wird. Es war ja mal boah, Christmas Given Event, dann gab es noch ein Christmas Relay. Nee, was war das nochmal? Wie ist denn das letzte Jahr irgendwas mit Rev? Ich bin gerade bei Revolution, aber es war es nicht. Diesmal wird es wahrscheinlich auch irgendeinen Pun haben. Und ganz, ich glaube 2016 vielleicht oder irgendwann, kommt glaube ich ungefähr hin, 2016 rum irgendwie, war es ja glaube ich das Christmas Gift Delivery Event, wo man so riesengroße Weihnachtspakete gefahren ist auf dem Flatbed.
Es ist halt immer jedes Jahr ein anderer Name, ne? Bis auf das Halloween Event. Das heißt ja, glaube ich, zumindest die letzten beiden Male immer Happy Halloween. Wo man dann immer Halloween Treats gefahren ist. Halloween Treats. Zagreb, genau. Wir halten uns an Zagreb und wir fahren dann westlich an Zagreb gen Norden. Nach Maribor. Sind wir schon fast. Mensch. Da sind wir schon fast. Mir fällt gerade auf, eigentlich ist es ja dumm, wenn ich... Einiges irrelevant, weil es keine wirklich neuen Sachen mehr sind, ne? Also die hätte ich auch jetzt schon fahren können, wenn ich jetzt in Roadtrip to the Black Sea fahre. Die Aufträge und so weiter, also die neuen Trailer und Frachten und so, die hätte ich ja schon prinzipiell vorher fahren können. Na, schauen wir mal. Wobei, was heißt, schauen wir mal. Ich glaube, es wird sehr wahrscheinlich sein, dass ich dann das weiterhin beibehalte und dann darauf... Na, ich meine, wie gesagt, wir hätten ja prinzipiell jetzt auch schon Teile der Auflieger fahren können. Teile der Frachten, die aus dem DLC sind. Gut, man hat natürlich jetzt nicht so die Paintjobs und so weiter von den Firmen von dort, aber die fahre ich dann irgendwann bestimmt auch nochmal. Aber das ist ja, da ist ja nicht so wild. Wenn es nicht jetzt der Fall ist, dann irgendwann in einer Staffel. Dann wollen wir auf 30, damit wir schön durchtuckern können. Und wieder auf 90. Wir erreichen Zagreb. Gut, haben noch ein bisschen Kilometer, die wir um Zagreb durchfahren, vorbeifahren, umherumfahren. Wie auch immer. Ach, 4 Stunden 37, bis man schlafen muss. Das ist ja auch nice, dass es genau hier drin steht. Und dass man auch sieht, wie lange man braucht. Also 4 Stunden 34 können wir, bis wir schlafen müssen. Und 2 Stunden 20, bis wir dort sind. Das ist cool. Allerdings wird das da unten nicht angezeigt, wie viel, hier bei dem kleinen Truck unten wird es nicht angezeigt, wie weit es bis, ne, ob man bald auffährt oder nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Aber das ist schlimm, dass ich schon wieder vergessen habe, dass man den 80 und direkt das Punishment bekommen habe.
So, wo fahren wir nochmal hin? Ach ja, zu Balkan Loco. Ja. Ich werde hier dann auf Wolfe auch nochmal eine Fahrt aufnehmen. Ja, relativ fix. Ich bin noch bei 80, ne? Ich bin hier auf 90 hoch. Bitte links. Heißt, wir werden dann, nachdem wir abgeladen haben, und auf, wenn man daneben drückt. Wenn wir schon gucken, können wir auch nochmal schauen, welche Fahrt wir dann im morgigen Video fahren. Den ist wahrscheinlich auch direkt im Anschluss auf, würde ich sagen. Dann habe ich das durch, dann kann ich. Was am smartesten? Dann kann ich das Video hier, glaube ich. Aber ist das jetzt schon? Richtung Ljubljana, genau. Oh, rechts halten. Meine Güte. Da haben wir Maribor. Ich kann noch überlegen. Meistens direkt oder nicht. Wäre smart, aber nicht prinzipiell notwendig. Mein smart wäre es schon, ne? Aber nee, glaube ich nicht. Ich warte. Ich mache es später erst. Ja, ich mache später erst. So, dann haben wir hier wieder schöne Flussüberquerung, auf die ich gar nicht wirklich eingegangen bin jetzt. Weil ich sie nicht so wirklich mitbekommen habe, weil ich während ich beim Überlegen war, vorher auch geschaut habe. Beziehungsweise, ja, doch schon ein bisschen vor. Mainly auf dem zweiten Monitor, wo der PC gerade angeschlossen ist. Schon ganze 430 Kilometer oder bald 500, wenn wir ankommen, 500 Kilometer runtergefahren. Wir fahren hier auch gut. Erstmal ein bisschen einfahren, ne? Jetzt haben wir Grenzübertritt. Schön, so ein bisschen in den Bergen. Auch nice. Dann wollen wir runter auf 30. Oha, da hinten wird's wild. Was die Straßen, was unsere Führung betrifft. Weil wer ist es wahrscheinlich nicht, aber es sieht von der Ferne wild aus. Mensch, schon wieder hier die. Schon wieder zu weit rechts gewesen. Verlassen Kroatien nach Maribor bzw. Man könnte sogar prinzipiell da langfahren, ist gar nicht geblockt. Das ist ja auch verrückt. Wir folgen einfach mal unauffällig. Wir hätten auch safe geradeaus fahren können, also können im Sinne von spielmechanisch. Das sieht nicht danach aus, als ob das.
ein großes Problem gewesen wäre. So wie dass man hier mal wieder irgendwie sich aufgehangen hat. Also ich meine, wir dürfen ja schon 60 jetzt fahren. Hallo? Mich würde ja auch interessieren, ob die Tunnel auch mal blockiert sein könnten. Durch ein Zufallsevent. Wobei dann müsste es ja auch irgendwann freigemacht werden wieder. Ne? Also weiß ich nicht. Dann doch ja unwahrscheinlich, oder? 90. Oha. Jetzt muss ich ja eigentlich jetzt mal hier fahren. Okay. Doch nicht ganz so spektakulär, wie ich dachte. Aber schön. Nicht so spektakulär, aber schön. Wollen wir nicht so viel ausbremsen? Auch mal wieder in der vernünftigen Sicht fahren. Das ist aber auch nice. Okay. War noch nicht so ganz so nice. Ist ja nur ein Ball. Ich weiß, was für eine Brücke werden. Ja, aber die Brücke kommen wir jetzt. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, es wäre eine größere Brücke, die über den Tal führt, aber. Aber gut. Und ich glaube, ich muss mich. Nee, ich bin schon. Nee, ich bin schon falsch. Oh Gott. Richtung Ljubljana. Eigentlich muss ich mich ja links halten. Weil ganz links war es ja nach. Aber gut, naja, na meint. Weil es jetzt hier noch nach rechts nach Ljubljana geht und hier nach Maribor. Aber wir sind ja im Grunde genommen schon da. Die paar Meter noch beschleunigen muss ich nur hier nicht. Erst auf Wald in Maribor 12 von 30 von Road to Adriatics war es, glaube ich. Biege nach rechts ab. Da war ja was mit der Feststellbremse. Da fahren wir nicht auch nicht lang. Ich weiß, mir wieder so ein Fluss durch die Stadt erwartet. Oder wirklich zu realisieren, dass das ja wir sind. Rechts ab. Wieder hier ein bisschen mit Graffiti. Und da sind wir jetzt gleich bei Balkan Loco. Prozent haben wir eigentlich. 1%, gut, dann müssen wir nur schlafen. Oh, auch sehr schön hier. Also mir gefallen die echt die neuen Firmengelände sehr, sehr gut. Die sind halt weitaus integrierter in die Landschaft, als es zuvor war. Okay, jetzt bin ich gerade. Wo müssen wir jetzt hin? Von wo müssen wir dorthin?
Ach du Heilige, von hier und am besten rückwärts. Boah. Hätte man auch vielleicht da vorne rum, wobei da vorne rum wäre es eng geworden, ne? Immer spannender hier die zufälligen Stellplätze. Da sagt hier auch schon nein. Dafür würde ich sagen, laden wir mal ab. Haben wir die erste Fahrt im neuen DAF abgeschlossen. Ausgezeichnet. Wasserfreies Ammoniak von Tulsa nach Maribor geliefert. Gefahrenstrecke 508 Kilometer. Dauert 43 Minuten. 205 Liter Verbrauch. 155. ETS 2 World of Trucks Auftrag war es gewesen. 23.500 gab es auf 4.831 Erfahrungspunkte. Ja gut, eigentlich brauche ich dafür auch nicht das Navi und so, weil das ist ja glaube ich um die Ecke, aber ja, fahren wir dorthin und legen uns aufs Ohr. Und schauen vorne mal kurz nach. Los. Wohin die Reise morgen geht. Schon raus. Hier zu starten wäre natürlich auch nice. Ich meine, Platz wäre. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Komm von rechts was? Ja. Von links nicht. Einmal geradeaus durch, alles klar. Aber ja, geradeaus durch. Anders geht's ja nicht. Dann schauen wir mal, wohin es morgen geht. Also. Ausfall ist ja groß. Ja, es ist noch nicht ganz vorbei, denn es ist gar nicht so ein Prefab, wie ich dachte. Denn wir müssen einmal hier rum. Also hier mit dem Schmelderrennen ist ja auch wild. Arsch an Arsch.
Dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Morgen. Eventuell. Also Maribor ist natürlich durch. Graz, egal. Oh, Montenegro. Boah, das wäre auch schon eine lange Fahrt. I mean, wir waren da noch nicht. 30.000 gibt es dafür. Montenegro wäre auch das erste Mal, dass wir dort sind. Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. Ja, dann wird es morgen auf jeden Fall ein längeres Video. Dann wird es wahrscheinlich ein Raupenbagger Volvo EC 220i fahren. Nach, wir gucken mal auf die Karte. Und versuchen herauszufinden, was es ist. Nach. Ja, nach Bielopolje. Oha. Viel Landstraße. Wahrscheinlich durch Sarajevo durch. Wobei wahrscheinlich endlich, wahrscheinlich von Kragujevac, bei Kragujevac geht's dann. Südwestlich quasi nach Bielopolje. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Cruising the Balkans Event Video wieder. Tschüss!